Ja. Willkommen zurück zu Crimson City 2 zur Fortsetzung. Du spielst. Beim letzten Mal haben wir die Operation Netzwerk gemacht, wo wir die Anti-Welle eingesetzt haben auf Samplers. Allerdings hat sich herausgestellt, ja, sie hat nicht funktioniert. Lengling hat sich an sie angepasst und damit auch die Menace. Und ja, wir wurden jetzt von Lengling eingeladen, so gesehen, zum Krypto-Planet zu kommen. Zuvor machen wir allerdings weiter auf dem IT-Quartier. Wir haben auch noch eine Mission noch zu erledigen. Also nicht jetzt wirklich unmittelbar vor Schluss. Ja, wir gehen erstmal zu unserem geliebten Kollegen hier. Willkommen. Ja, willkommen zurück zu Crimson City 2, wo wir nichts kaufen müssen, aber alles haben nach wie vor. Ja, sind eigentlich recht gut durchgekommen am letzten Mal. Und können, ja, wieder hier Gespräche führen. Erstmal gehen wir mal dahin. Ja, mal hallo, ist hier wer Neues? Nee, leider nicht. Okay. Wunderbar. Du hast einige Proben der aktuellen Species. Natürlich haben wir aktuelle Species. 94 Blutschwingern. Ja, 470 Theos gibt das. Jo, nimmst du nur viel Proben an? Natürlich. Ja. Was? Diesmal hast du nichts zu mich? Wie viele hast du bis jetzt zu mich gefangen? Ja, 38. Ich will immer noch mehr. Also schreib sie einfach an. Ach ja, wir müssen diesmal noch Patrouille machen. Stimmt, der letzte Gebiet noch aufräumen, erkunden. Ja, mal zu Live D und erzähl mal, was passiert ist. Wir haben ihn über den Fußabdruck aufgespürt. Lengling ist in der Viper-Forschungsanlage auf dem Planeten Crimson. Ach nee, in der Viper-Forschungsanlage. Na sowas. Kommt mir bekannt vor. Lengling hat diese Spuren extra hinterlassen. Er ist sicher zum Angriff bereit. Sei vorsichtig. Aha. Also es endet alles da, wo es seinerzeit auch mal endete. Na gut. Was ist falsch gelaufen? Alle Mendels auf Samplers hätten vernichtet werden sollen. Das ist noch nie alles. Lengle kennt nun die Antiwelle, die ich ausgesandt habe. Er hat sie sicherlich analysiert und eine Resistenz gegen sie aufgebaut. Jetzt ist sie wertlos. Unmöglich! Wie konnte das passieren? Trage ein bisschen Verantwortung. Das war auch dein Plan, oder? Es war nicht mein Plan. In Wirklichkeit hat er sich irgendwie selbst konstruiert. Ja, jetzt ist Finias Rolle eigentlich wertlos. Da muss sie nicht mehr sterben eigentlich, ne? Hey, kannst du errechnen, welche Überlebenschance ich habe, wenn ich meine Antiwelle gegen Lengling einsetze? Der Computer sagt, dass du null Chance auf Überleben hast. Ich verstehe. Ich glaube, ich kann damit leben. Finey. Ja, wir können mit 0% Überlebenschancen leben. Ha. Wer hätte das gesagt? Ach, komm her, reden wir mit denen. Egal wie stark Lengling ist, ich werde ihn besiegen. Und Sho wird nach Hause zu Shami zurückkehren. Nein, nicht nur Sho. Du musst mit ihm heimkommen, Finey. Aha, genau. Sho, mit dem rede ich später. Na, mit dem hier. Finey. Wie ich dir sagte, mir geht's gut. Es ist in Ordnung, sich Sorgen zu machen. Aber vertraue mir ein bisschen. Tu ich. Ich sorge mich, aber ich glaube an dich. Viel Glück, Finey. Genau. Du bist doch am Leben. Ja, und dank dir kennt Lengling nun die Antiwelle. Lengling analysiert sicherlich die Antiwelle, um eine Resistenz gegen sie zu entwickeln. Was? Du bist ein Spion Lenglegs. Du wurdest von Lengling benutzt. Unmöglich, was? Wie jetzt, was? Es war so einfach für Lengling, auf eines seiner Systeme zuzugreifen und es zu benutzen, um die Menschheit zu kontrollieren. Zunächst versuchte Lengling, dich zu benutzen, um mich zu eliminieren, denn ich erschien ihm als Bedrohung. Aber es gibt andere Kolonieschiffe, oder? Also begann er, sich auf andere Aufseher vorzubereiten. Andere Aufseher? Was? Es gibt andere Aufseher? Also es gibt nicht nur dieses eine Kolonieschiff? Ja, da frage ich mich, wozu wir das ganze Kram hier machen?
meine, gerade wenn dann Vaiol nur einer von vielen wäre, zum Beispiel, wenn man Lengleck besiegt, hallo? Er nutzte meine Antiwelle, um unbesiegbar zu werden. Deshalb hat er diesen Plan ausgetüftelt. Es war Lengleks Plan, mich nicht zu fangen, sondern dazu zu bringen, mich mit der Übertragung selbst zu vernichten. Aha, okay. Finey, keine Sorge, überlass es mir. Ich werde nichts versprechen, außer dies. Ich werde mein Bestes tun. Ja, genau. Hallo. Weicher ist gestorben. Er wurde vom Feind angegriffen. Um seine Freundin kommen zu lassen, hielt er inne und opferte sich, während sie abgehauen sind. Offensichtlich sagte er kurz vor seinem Tod dies. Mut bedeutet nicht, deine Ängste zu ignorieren, sondern ihre Existenz zu erkennen und sich ihnen dennoch zu stellen. Und zuletzt sagte er, das ist meine Chance zu beweisen, dass ich die Bedeutung von Mut kenne, im Moment bevor er starb. Aha, das ist ja... Du hast keine guten Nachrichten mehr für mich. Die Lage ist hoffnungslos, denn er hat eher keine guten Nachrichten mehr für mich hat. Weicher ist gestorben. Ein tragischer Verlust. Eine Schweigesekunde für Weichei. Ja, jetzt können wir wohl weitermachen. Hallo? Das ist der Übungsraum. Wenn du kurze Kämpfe lernen willst, dann fahr an die Tüter drüben. Aha, ja, immer noch. Nachdem du vor der finalen Schlacht mit Lengleck stehst, ist hier eine Kleinigkeit, um deine Stimmung zu heben. Hier ist mein jüngstes Projekt. Eine Parodie von Charmy. Ich bin Charmy. Tu dein Bestes, Finey. Du klingst exakt wie sie. Kurz dachte ich, es wäre wirklich Charmy. Na nu, der sollte Komiker werden, ne? Also, Komiker von berühmten Persönlichkeiten. Willst du was toll ausprobieren? Nein, aber dran. Nein, aber nett, dass du mich in dieser Stunde fragst. Wo welcher gestorben ist, es hier eine doppelte Charmy gibt. Ah, die Lage ist schlecht. Vanillepien. Ach, dies! Ich sehe, dass du dich für Schuhe interessierst. Ich will alles über ihn erzählen. Über was willst du reden? Du hast nichts Neues herausgefunden. Ah, leider nicht. Es gibt nichts Neues. Erinnerst du dich? Nein. Aber ich glaube, ich verstehe. Kapiert. Aber vielleicht ist das eine gute Sache. Hm? Du gehst mit Joe zum Planeten Crimson? Wie kommst du dazu? Das ist nicht fair. Okay, willst du an meiner Stelle gehen? Ich glaube, dies eine Mal kann ich es durchgehen lassen. Bitte rette das als Gegenleistung das Universum. Ah, sie kann auch anders. Sie kann auch anders, jetzt weißt du auch, hat sie vielleicht mal halt begriffen, wie sinnlos ihre Sache ist. Na, hier, die belästigt wieder die Frau Doktorin. Ich bin eine Ärztin. Es ist meine Aufgabe, die Leben der Menschen zu beschützen. Es ist meine Belohnung, wenn du gesund bleibst. Ich folge nicht dem Schicksal des Universums. Es gibt Menschen, deren Job es ist, das Universum zu beschützen, oder? Ich überlasse dir das Universum. Komm, Leben zurück. Hörst du mich, Finey? Ja. Aha. Dies ist die letzte Schlacht mit Lengleck. Viel Glück. Okay, da können wir vielleicht was herausfinden, ne? Habt ihr denn was? Planet Crimson, das ist der Planet, der fehlt. Hey, was willst du Bescheid wissen, wurde übrigens noch gesagt, ja. So heißt einer der kleineren Planeten des Theophilus-Systems. Er ist im Zentrum am nächsten. Vielleicht sind seine Ozeane deshalb mit konzentrierter Lebensenergie gefüllt. Deshalb wurden die Experimente zur Erschaffung eines Viper dort durchgeführt. Klingt ziemlich verdächtig, oder? Die Eingeborenen verehrten das rote Licht, das der Planet abstrahlt. Gibt's irgendwas, was du wissen willst? Was sage ich jetzt noch an dem Übertragungsnetz? Das ist der letzte. Okay. Semples besaß einmal eine gewaltige Zivilisation, deren Kultur auf Klang beruhte. Du kannst die Überbleibsel heute noch sehen. Einige ihrer Errungenschaften funktionieren noch. Einer davon ist das Netzwerk. Sie versuchten damit, die Antiwelle über den Planeten zu schicken, um die Menace auf Semples auszulöschen.
aber das war nicht ganz erfolgreich. Trotzdem konnte die Zahl der Menes dort ganz gut reduziert werden. Ich frage mich warum. Ist irgendwie seltsam, oder? Über diesen Plan gibt es ein Gerücht. Man sagt, dass niemand weiß, wer ihn vorgeschlagen hat. Ein Computersystem und da war Langley hinter. Vermutlich. Und der Offizier, der mit dieser Sache beauftragt wurde, starb einen geheimnisvollen Tod. Gruselig, oder? Was, der ist tot? Oh je. Gibt's irgendwas, was du wissen willst? Nee. Finey, jetzt solltest du alles wissen, was man wissen muss, oder? Ich glaube nicht, dass es noch irgendwas gibt, das wir dir erzählen könnten. Ach ja, vor einer Weile habe ich was gekauft, das du nützlich finden könntest. TP-Booster erhalten. Aha. Vergiss das Siegen und Verlieren. Komm einfach lebend nach Hause, okay? Und denk dran, wenn du irgendwas wissen willst, dann frag mich einfach. Hey, was willst du Bescheid wissen? Na, gar nichts, aber was ist denn ein TP-Booster? Hab das Gefühl, dass der mir wahrscheinlich Lebensenergie gibt. Oder sowas. Liegt der gar nicht drin? Man macht jetzt einen TP-Booster. Ich werde es nicht erfahren. Ich vermute, entweder es gibt ja NP-Booster, glaube ich, der regeneriert, ne? Die Neo-Zionic. Ist das dann ein. Oh mal, geh mal zu ihm mal hin. Willkommen. Geh noch mal zu ihm hin und gucken, ob ich hier das überprüfen kann. Also bestimmt dann ein. Da vermute ich mal, dass ein TP-Booster meine Lebensanzeige auffüllt. Denke ich mal, ne? Hier, TP-Booster 1, da ist es. Bei Besitz dieses Gegenstandes werden deine TP kontinuierlich wiederhergestellt. Ja, das ist das. Na gut. Das wollte ich nur mal gesehen haben. Ja. Können wir mit ihm reden. Langleck hat deine Antiwelle absorbiert. Jetzt wird er sie wohl analysieren und eine Resistenz ausbilden. Nun, ich tat, was man von mir erwartete. Ja, das nehme ich an. Also, sollen wir gehen und tun, was wir tun müssen? Ja, lass es uns tun. Willst du dich wechseln? Ja, wir machen vorher noch was anderes, ne? Haben noch was anderes vorher. Bevor wir da hingehen. So, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Er ist so cool. Ich kann auch Gedanken lesen von dem. Es ist Show. Heute sieht er glänzend aus. Ich will mit ihm reden. Aber was soll ich sagen? Was sage ich zu einem Mann, der in einer aussichtslosen Schlacht das Gewicht des Universums auf seinen Schultern trägt? Die Tätowierung auf deiner Schulter ist ziemlich cool. Danke. Sehr gut. Mission erfüllt. Daran haben wir mein ganzes Spiel hingearbeitet. Dass sie sagt, die Tätowierung ist cool. Einfach so die ILG-Systeme zu knacken und all ihre fortschrittlichen Sicherheitseinrichtungen. Langley hätte bereits fähig sein müssen, uns über unser System auszulöschen. Aber Langley hat uns noch nicht ausgelöscht. Er hat auf dich gewartet. Er will gegen dich kämpfen und muss das Gefühl einer Zusammengehörigkeit spüren. Aha. Ist das so? Ich verstehe. Die Transportroute zum Planeten Crimson wurde eingerichtet. Der Rest obliegt dir. Bitte rette Sephiroth. Ja. Ist ja einfachste Übung. Na, ist ja unser Hobby, Universum retten. Da sind wir wieder und legen das Schicksal Universums auf deine Schultern. Das ist mein Kampf, Lefty. Ich werde zur Viper-Anlage zurückgehen und die Antworten aus Langleck herausbekommen. Warum ich, ein gebürtiger Viper, zwei verschiedene Schlachten schlagen musste. Ja, weil das halt nun mal der Entwickler so entschieden hat. Der Anführer der Menes, bekannt als der Aufseher, der verantwortlich für das Kolonieschiff, sein Tod steht mit der Zerstörung des Kolonieschiffs in Beziehung. Das macht ihn sehr stark. Gegen den Aufseher sind direkte Angriffe nutzlos und jeder Schaden wird automatisch repariert. Mit anderen Worten, der Anführer der Feinde, Langley, ist nahezu unbesiegbar. Ah, wie toll. Das also ist Langley, der als Anführer der Menes die Menschheit aus dem Schatten heraus kontrolliert.
Und wenn wir ihn besiegen, dann wird das Universum gerettet werden. Es ist gefährlich. Wir kennen die Absicht der Feinde nicht. Sie sind sicherlich auf uns vorbereitet. Du bist wahrlich wichtig für die ALG. Du bist klug. Es ist genauso, wie du sagst. Aber ich muss dennoch gehen. Yep, genau so sieht's aus. Sie müssen dennoch gehen, haben dennoch was vor. Aber noch nicht. Noch haben wir was anderes. Noch mal was anderes machen. Was? Dies war's doch nicht für mich. Wie viel hast du bis jetzt für mich gefangen? Ja, 38. Ich will immer noch mehr. Das hört sich einfach an. Du hilfst mir. Großartig. Die ist ja aktuelle Spezies. Was willst du denn von mir haben? Die Killerameise. Die finden wir vielleicht. Wir haben ja so Glück und finden die Killerameise rumlaufen. Ich weiß nicht. Wenn wir nicht, dann auch egal. Wir haben eigentlich genügend Geld von allem. Ne, so ist es ja nicht. So. Hallo? Nina, mit den anderen mal. Gucken, was sie mit uns zu sagen haben. Vergiss das Siegen und Verlieren. Komm einfach lebend nach Hause, okay? Und denk dran, wenn du irgendwas essen willst, dann frag mich einfach. Ja, für andere wart ihr auch nicht gut. Hey, was willst du Bescheid wissen? Ach, nur so. Dies ist die letzte Schlacht mit Lengleck. Viel Glück. Hey, was willst du Bescheid wissen? Ah, nix. Komm in einem Stück zurück. Ich werde mich um jede Wunde kümmern. Ich werde mich um jede Wunde kümmern, die du abbekommen hast, magst. Die du abbekommen magst? Achso, ja. Hast du mir das nicht so vor 2 Jahren erzählt? Und was sagte ich darauf? Du sagtest, dass du zurückkommen wirst. Ach ja? Dachte ich, wir sterben? Dachte ich, vor 2 Jahren waren wir noch überzeugt gewesen, dass wir sterben. Wie Fine übrigens. Ja. Das ist sie also, die letzte Schlacht. Ja, das ist sie. Genau. Die guten alten Zeiten. Show, bitte hasse mich nicht. Ich hasse dich nicht. Sei wieder fröhlich und lächle. Ich kämpfe, damit ich das Lächeln in den Gesichtern der Menschen sehen kann. Okay. Das bringt wirklich alle Zeiten zurück. Willst du dir ein bisschen Erinnerung schwelgen, Show? Was willst du reden? Ah, über nix. Ah, ne. Wir können über die alten Zeiten reden, wenn wir die aktuellen Zeiten überstanden haben. Ja, das wäre gut. Willst du das Tutorial ausprobieren? Nein, will ich nicht. Trotzdem danke. Was willst du denn hier? Das ist Jungsraum. Wenn du kurze Kämpfe lernen willst, dann frage ich den Typ da drüben. Der steht direkt neben dir. Aber egal. Nachdem du vor der finalen Schlacht mit Lengleck stehst, ist hier eine Kleinigkeit, um deine Stimmung zu heben. Meine Bestparodie, Bo-Wan. Yo, ich bin Bo-Wan. Viel Glück. Das ist ja Wahnsinn. Er ist sogar besser als vor 2 Jahren. Ja. Ja, wie gesagt, er könnte vielleicht nach, wenn in der IG nichts mehr zu tun ist, kann er ja Komiker werden. Denke ich mal, hat er sicherlich eine gute Chance. So. Bai-O sagte, dass ihm das als Experiment meine Viperwelle angelegt wurde und sein Aussehen das Ergebnis sei. Der Wächter Bai-O und der Aufseher Lengleg sind sich sehr ähnlich in der Gestalt, was das Ganze möglich macht. Er sagte, es war ein Experiment, um die Kompatibilität zwischen Lengleg und meiner Viperwelle zu testen. Mit anderen Worten, Lengleg ist hinter mir her. Oder noch besser, hinter meiner Viperwelle. Was soll das bedeuten, dass er versucht, sowohl die Anti- als auch die Viperwelle zu vereinen? Ich dachte, er ist ein Viper, so gesehen. Aber was war ich denn schon? Ich war nicht so viel über Lengleg. Ja, und wir machen jetzt hier eine Patrouille. Die letzte, die wir haben. Ja, man kann auch auf Crimson Planet keine Patrouille machen. Ja gut, kommen auf Samplers. Komodorinen. Ihre Rätselhaftigkeit flößt vielen Ehrfurcht vor dieser zu Zeiten des Königreichs von Samplers blühende Stadt ein. Aha, okay. Dann gehen wir mal dahin und gucken, ob wir hoffentlich keine Angst kriegen. Wäre nicht so toll. Hallo. Was haben wir denn hier? So, einmal durchlaufen hier. Oh ja. Ja.
soll das denn werden? Was soll das denn werden, ey? Warum ist das so? Ja. Erwischt. Hüppa. Ja. Gib mir nix. Ja. Ima. Die geben mir nix. Was ist wieder mal mehr? Wie bei Star Wars, hab ich immer gesagt. Na, siehst du? Okay. Haben wir was vor? Ach klar, ich kann das nicht. Ja, noch ein bisschen. Na, man kriegt hier ein paar zusammen, ne? Ich habe eh keine Hauptmission mehr machen. Da ist noch einer. Okay. Haben wir ja ein paar gesammelt. Aber den ist auch am einfachsten, weil er ja einfach weiß, dass man da halt nach hinten muss. So. Ich will auch Blutschimmer hier finden. Hier ist keine Sprengladung diesmal. Hier ist auch kein Gegner. Ich gehe leider unten. Ich gehe jetzt leider unten. Was soll's. Lass das. Hab gesagt, lass das. Ey, lass mich doch in Ruhe, verdammt. Ey, das gibt's ja nicht. So. Also. Meine Güte. Das war immer richtig schlecht, ey, aber. Naja, alles gut. Wenn wir jetzt ein bisschen warten, können wir sogar uns einmal warten, bis die Energie wieder hochgeht, aber. Was soll das, Mann, hä? Was soll das, Mann? Blöd, Mann. Voll auf den Keks geht mir das. Weil leider war kein Gegner da. Kein Blutschimmer. Dann Ecker. Na wohl. Leider hier. Komm mal hier lang. Immer wie spawnen die nicht, wie es aussieht. Ja. Aber der geht aber so langsam hoch, ey. Ja, ich sehe es, dass er langsam hoch geht, aber der TP-Booster ist nicht so der Booster. Na gut, was beschwert man sich? Ich kann. Oh. Spawnschutz. Spawnschutz, verdammter Mist, ey. Ja, da kommen wir natürlich dran. Da kriegt man auch noch Handball nicht vom Booster und nix. Ah, warte. Dann hörst du mal auf. Hä? Hey. Krieg ja voll Jucke voll. Wie Rami reicht das? Können wir uns hier mal. Ach. Können wir mal hier Gegner eigentlich mal erledigen hier? Komm her. Dann geht doch. Ist ja schlimm, ey. Ich spiele so schlecht, aber ihr habt eine Mission mit S-Wertung gemacht, wo es gegen die ging und ja, seitdem kriegen sie auf Reihe gegen die. Das ist wieder so ein blöder Spawnschutz gewesen. Aber diesmal keine Chance. Ach, noch einer.
Oh. Ja. Die kriege ich auch nicht mehr frei gegen die. Ah. Das meine ich. Was soll das denn? Höllenhund. Voll erwischt. Dankeschön. Ach, das war nix. Ach, das war schon eher was. Meine Güte. Nix hier los. Die Kiste ist auch nicht, ne? Gut. Ich kann nicht springen in der Kombo, das ist ärgerlich. Holen wir mal den ab. Bin schon mal gefangen. Aber gerade selbst in der Kombo und konnte entsprechend noch nicht ausweichen. Das ist ärgerlich, sowas. Das ist echt doof. Ein Blutchen haben wir auch gefunden jetzt hier. Na gut, immerhin einen. Immerhin einen. Ist ja besser als keinen. Ja, sag ich mal gerne, weil es halt immer reimt. Einer ist besser als keiner. Weil er sieht, dass alles ein Reim ist, ja. Ich reime manchmal gerne. Nee, eigentlich nicht, aber. Oh, nie wieder los. Okay. Was ist das? Oh hier? Was ist denn das? Medical 3, na, das kann ich mal nehmen, meinetwegen. Ja, wird schon funktionieren, wird schon. Ist schon okay, denke ich. Was hier ein Medical 3 ist, komm her. Weil das ja nicht, dass er nichts kostet. Kann ich das auch nehmen? Kann ich das auch nehmen? Okay. Jetzt geht's weiter. Ja, jetzt Patrouille, Spiel fast fertig. Da haben eigentlich, wie gesagt, alles im Spiel auch schon gesagt. Ja, war mir wirklich stört, das ist das ganze Recyceln von Gegnern und war jetzt hier, geht's eigentlich ja sogar. Im späteren Spielverlauf ging es, aber. Ey, ist das ja gemein! Von mir rausgerollt, ey. Oh, nimmst du noch ein Ziel? Danke, ne? War ja fies. Ist keiner, das beunruhigt mich. Ja, war so ein Typ. Ach ja, die erwischt. Also. Hab ich so ein Dingens erhalten. Viele hier mit zusammen. Das war ja die ganze Auszeit dafür, dass wir halt keine Story mehr spielen. Mit Show. Ja, wo ist das? Ah, das war ja. Ah, oh, das ist doch dir doof, ey. Ein bisschen da, come on. Du kannst du nicht beenden. Ja. Na, stepp doch mal. Danke, geht doch. Was war so schwer daran?